Hallo, liebe Freunde. Heute haben wir wieder ein Klasse- bzw. Kategorie 1-Produkt. Ich liebe ja diese kleinen Sachen. Diesmal von Pyro Giochi und zwar Slimer nennen die sich. Ja, das sind 4 Bohnenwirbel sind da drin. Die von ihren Aufbau, ich kann das ja mal schnell, ne, wir können uns mal schnell mal hinten gucken. Ja, wir haben natürlich eine CE, wir haben ja, eine NEM, müsste eigentlich auch irgendwo draufstehen. Haben wir, aber jetzt sehe ich die jedenfalls hier nicht. Ist ja auch wurscht. Wir machen die mal kurz auf, die erinnern nämlich sehr an einen alten Bekannten. Und zwar an den Multicolor Wirbel von Weco von damals, der allerdings da Klasse 2 war. Das ist jetzt hier eben Kategorie 1, ja, aus Italien, bla bla bla. Also eine NEM sehe ich hier nicht. Na, wir gucken mal, was kommt. Ne? Das wird ja einen Farbwechsel haben, nehme ich an, und dann kommt oben noch irgendwie was raus. Wir gucken uns die mal an, die Slimer von Pyro Giochi. So, wollen wir mal gucken, wie diese Pyro Giochi Slimer so sind. Ich mach mal 2 mit Feuerwerkseinstellung und 2 mit normalen. Mal gucken, ob man einen Unterschied sieht. Der Platz ist hier auch nicht so ideal. Mal gucken. Wir kicken einfach mal. Die sind aber noch, die sind ganz schön dolle. Ich glaube, da müssen wir die Einstellung nochmal ändern. Schlecht, aber stinkt und qualmt wie verreckt. Und wir machen mal einen im Heller, mal gucken, wie das aussieht. Da sieht man auch mal schön, wie der alte brennt. Aber das ist nicht schlecht. Ja, kann man nicht meckern. Ja. Hell oder dunkel? Wie wollt das? Machen Sie mal im Hellen. Schon fast so hell. Aber gute Rauchentwicklung. Wie immer. Kleine feine Dinger könnten noch eine Runde mehr drehen, aber macht einen Spaß.